Ja, ein Hallo in die Runde. Heute mal hier in Steinbach-Hallenberg zum 6. internationalen Schmiedetreffen. Wollen wir mal sehen, was die Jungs da drinnen machen. Kommt mit. Jetzt wird der Nagel abgeschrotet. Abgeschrotet, das heißt also auf Länge gemacht. Es wird hier eingekerbt, dass man ihn abbrechen kann. Aha. Moritz, für was kann ich den jetzt nehmen? Für was würdest du jetzt empfehlen? Gerade wenn jetzt in einer Altbausanierung ist, was solche Nägel braucht, für was ist der dann jetzt? Na, die kann man in lange Bohlen, Dielen, dickes Holz schlagen. Alles klar. Also ihr könntet vom Prinzip her jede Länge könntet ihr schmieden? Wir können jede Länge schmieden, genau. Was ist so die längste, was du mal gemacht hast? Wir haben mal für den Dom in Erfurt Orgelnägel nachgeschmiedet, also restauriert, die waren sehr lang. Ja. Hast du das gelernt, Schmied? Nein, habe ich nicht. Also jetzt alles nur hier beigebracht, Hobby? Ja, genau. Und was bist du für ein Beruf? Vom Beruf bin ich Sport- und Fitnesskaufmann. Aha, alles klar, dann wünsche ich was. Dankeschön. Danke sehr. Jetzt habe ich mir hier die Veronika organisiert, die eigentlich hier alles organisiert hat. Fast alles, ja. Also ich bin die Leiterin des Museums und habe noch natürlich auch ein paar Helfer bei der Organisation gehabt, ja. Veronika, wie viele Schmiede haben wir denn hier und wo kommen sie denn alle her? Also so ganz genau kann ich es jetzt gar nicht sagen, aber über 70 sind es mit Sicherheit. Die kommen aus der ganzen Bundesrepublik. Wir haben Holländer da und wir haben auch Tschechen da. Der Österreicher liegt vielleicht noch auf der Strecke. Jetzt schmieden die ja, haben eine Vorgabe, was sie machen müssen. Was sollen sie denn machen? Also ein paar haben eine Vorgabe. Einmal die am Schmiedewettbewerb teilnehmen. Wir losen den ja aus für Jungschmiede. Die müssen zum Thema 100 Jahre Bauhaus, was ja in diesem Jahr gefeiert wird, ein Werkstück fertigen. Dann haben wir einen Zaun zu machen. Ja, ja. Es wird ja eine neue Touristinformation gebaut und zur Abgrenzung brauchen wir einen Zaun und da liegt es ja nahe, einen geschmiedeten Zaun und der wird dann mit Korkenziehern und mit Zangen bestückt und das ist, glaube ich, dann schon was ganz Besonderes. Jetzt habe ich hier Kollegen aus Baden-Württemberg, die werde ich mal fragen, was die hier gemacht haben. Theo, wer ist hier der Theo? Ja. Theo, hier bist du. Theo, was habt denn ihr hier gebaut? Ein Rennofen. Wieso Rennofen? Rennofen, der Name kommt vom Rinnen. Wir lassen in diesem Ofen das Gestein aus dem Erz rinnen. Ach, deswegen. Genau. Das heißt, also ihr haut oben Erz rein, Holzkohle, genau. Sehe ich? Also der Ofen, der wird vorneweg erstmal komplett mit Holzkohle gefüllt. Und so wie die dann anfängt abzusacken, sobald uns die Absackgeschwindigkeit gefällt, also in dem Fall jetzt 10 cm in 10 Minuten, dann fangen wir an, das erste Erz reinzubringen, ein Kilo. Und direkt ein Kilo Kohle wieder hinterher. Wo habt ihr das Erz her? Wo kommt das her? Das hier ist es aus dem Trusetal, hier aus der Region. Hm. Und ja, das fahren wir jetzt heute das erste Mal. Haben auch schon einen Schlackeanstich gemacht, der sehr positiv war. Also ich gehe davon aus, dass wir ein gutes Resultat rausholen. Schmiedemeister, du bist richtig Schmiedemeister. Richtig, ich bin gelernter Schmied, habe einen Metallbaumeister gemacht und geprüften Restaurator im Handwerk. Und habe eine kleine Schmiede bei uns in Schwetzingen. Ja. Und jetzt seid ihr hier nach Thüringen gekommen und habt diesen Ofen jetzt gebaut. Wie lange habt ihr da gebraucht? Den Ofen, in der Regel bauen wir so einen Ofen in 3-3,5 Stunden. Alles da klar. Sind wir schon relativ routiniert. Alles klar. Und jetzt könnt ihr unten anstechen, nennt ihr das? Ja, wir können jetzt mal anstechen, einen Schlackeabstich machen. Und ja, also die Schlackebildung ist bei diesem Erz relativ gut. Also ich denke, da können wir auch gleich ein bisschen was sehen. Also die Thüringer haben gutes Erz. Ja, haben sie. Alles klar. Also bei uns sind die Lagerstätten fast gänzlich erschöpft. Also es gibt zwar noch ein paar Bergwerke, aber was man da findet, ist lange nicht mehr so gut, wie das, was wir bei euch noch finden. Alles klar. Dann schauen wir dir mal über die Schulter. Jo. Was schmiedest du? Also was könnte es denn werden? Ja, keine Ahnung. Also für mich noch ist es keine Vorstellung, gell? Ja, nee, noch weiß ich gar nicht.
Also es soll eine Rose werden. Eine Rose? Ja. Kann man sich zwar nicht vorstellen. Nee, kann ich mir noch nicht vorstellen. Wird das dann aus einem Stück eine Rose oder? Aus einem Stück. Aus einem Stück? Nur aus dem Flacheisen, ja. So wie man es hier sieht. Komplett rausgeschmiedet jetzt so. Ja. Wo kommst du her, Matthias? Ich hier aus Stembach. Aus Stembach. Ich schau mir schon dir mal ein bisschen was über die Schulter. Wie lange wirst du da brauchen, bis du fertig hast? Jetzt am Wochenende? Ja, das dauert nicht mehr so lang. Ja. Das dauert nicht mehr so lang? Nee, ne. Vielleicht eine Stunde noch halt und ist, denke ich mal, fertig. Wenn es jetzt klappt. Wenn es jetzt klappt. Ja. Was ist das Komplizierte dran? Also, dass man halt den Hammer auch richtig setzt. Ja. Das ist Voraussetzung. Ja. Ja. Bist du Schmied vom Beruf? Ich bin eigentlich Metallbauer, ja. Metallbauer. Ja, und ich mache das eigentlich nur zum Hobby. Mhm. Ja. Und ja, mache das eigentlich schon viele Jahre jetzt hier auch. Mhm. Von Anfang an eigentlich schon, ja. Also die letzten 15 Jahre bin ich schon immer mit hier zugegen, ja. Und ja, macht Spaß, ja. Ja. Achtung! Das wird ein Blatt. Ja, genau. Und das hier oben, dann, was wird dann die Blüte? Das wird die Blüte. Schlägst also praktisch nochmal alles einzeln auf dann? Das ist halt im Prinzip jetzt schon ein bisschen dünner gemacht nach vorne hin, so wie die Blätter halt werden. Und dann wird das quasi nur noch eingerollt. Ah. In sich eingerollt und damit entsteht automatisch die Blüte. Alles klar. Viel Erfolg. Ja, danke schön. Hier in Christoph aus Lübeck organisiert. Ist das richtig, aus Lübeck? Ja, bei Lübeck, bei Lübeck, würde man sagen. Ne? Und was schmiedet ihr jetzt? Hier jetzt im Moment wollen wir eine Bank machen, die aussieht wie eine Feile. Für das Feilenmuseum, was jetzt im Hintergrund steht. Und da haben wir schon vor 2 Jahren wohl beim letzten Treffen jedenfalls drüber geredet. Und jetzt ist es endlich soweit, dass wir die schmieden. Was hast du denn vorhin gemacht? Du hast jetzt hier die Eisen wurden geschnitten auf Länge? Genau. Also die Teile, die wir jetzt im Schmiedefeuer haben, das sind die Teile, die dann sozusagen den Hieb andeuten sollen oder sich so ansehen sollen wie der Hieb. Und da haben wir jetzt zum Nieten, die werden wir dann an die Raspel, die wir, also Pfeile, den Pfeilenkontur, die da drüben liegt, werden wir die annieten. Annieten. Und dafür haben wir jetzt ein Auge reingedrückt und vorher haben wir die Faser angepackt, was ihr da gesehen habt. Und da soll dann eine Bohrung durch und da kommt ein 6er Niet durch. Bloß ganz einfach genietet, weil wir müssen sehen, dass wir bis morgen Mittag fertig werden. Also jetzt, das ist ein Stück Arbeit. Jetzt frage ich mal, das Loch, was ihr da reinmacht, nimmt der Schmied eine Bohrmaschine oder wir schlägt er? Wir nehmen eine Bohrmaschine. Normalerweise kann man es auch lochen, so ein kleines Loch. Ja. Ist aber sehr schwer zu lochen, weil diese Lochhammer, der würde dann anfangen zu glühen und da kämen wir nicht hinterher, da müssen wir laufend abkühlen. Also ist die Bohrmaschine schon das Einfachere und es ist auch einfach deswegen, weil wir können es zusammenlegen, durchbohren, Niete durch und dann passt es. Alles klar. Ne? Viel Erfolg und toi, dass es fertig wird. Ne? Ja, das geben wir uns Mühe. Da wollen wir wollen auch wieder nach Hause an die Ostsee. Ne? Ja, genau, alles klar. Dankeschön. Danke, tschüss. Eine junge Frau hier bei den vielen, vielen Schmieden. Meta, habe ich gelernt. Meta, was schmiedest du? Eine ganz kleine Schmiedezange. Und die wird für den Zaun vom Museum? Genau. Wie kommt man als Frau, als junge Frau zum Schmieden? Man macht eine Lehre bei einem Kunstschmiedemeister. Kunstschmiede bist du also? Genau. Also der Fachbegriff ist Metallbauer, Fachte, Metallgestalter. Aber das war früher der Kunstschmied. Arbeitest du also jetzt auch bei einem Schmied oder wie kann ich das vorstellen? Ich arbeite jetzt in einem Stahlbaubetrieb als Metallbauer. Wir bauen Zäune, Balkonanlagen, machen jegliche Reparaturen für Gemeinden und dergleichen. Aber meine Lehre habe ich in einer kleinen Kunstschmiede gemacht in Wernigerode, wo wir ganz traditionell geschmiedet haben, jeden Tag. Alles klar, danke. So, und jetzt wäre ich mal in ehemaligen Meister oder Chef fragen von der jungen Dame, wie hat sie sich denn angestellt? Ja, sie hat sich sehr gut angestellt. Ja. Sie hat ja auch ein Jahr verkürzt, hat den betriebswirtschaftlichen Teil als Meister Teil 4 nebenbei noch mitgemacht und hat als Zweitbeste ihres Jahrgangs in Baden-Württemberg an der Berufsschule mit abgeschlossen.
Ist man ein bisschen stolz, du als Meister, dann als Schmiedemeister? Ein bisschen, ja. Du hast jetzt eine große Zange, sie macht eine kleine Zange. Ja. Wie stellt sie sich an als Meister? Kannst du ihr noch was sagen oder sagt sie, na, das haben wir doch. Ich kann ihr versuchen, gerne noch was zu sagen, aber sie hört natürlich kein Stück mehr, ist klar. Ja, logisch. Und wie das aussieht, wenn sich beide fachlich auseinandersetzen, konnten wir beim Schmieden eines Hammers sehen. Meta hatte übrigens recht. Zu bewundern ist das fertige Stück dann im Museum. Nein! Nein! Los! Nein! Doch! Nein! Das ist nichts, Alter! Das, nein, das ist unter. Das ist. Und dann möchte ich doch mal sehen, wie das mit dem Wettbewerb funktioniert. Und dafür gehe ich hier mal, sage ich jetzt mal, Schiedsrichter oder Aufpasser oder Rüdiger. Jury, Jury. Wie viel seid ihr in der Jury? Drei Leute, ja. Drei Meister, die das hier sich anschauen und dann werden wir das auch bewerten. Und dann werden wir auch mit Sicherheit einen Sieger finden. Ja, ihr bewertet aber auch, wie es gemacht wird. Jetzt nicht nur das fertige Endprodukt oder Ja, genau. Die Herstellung ist ganz wichtig, die Art und Weise, die Planung. Mhm. Die jungen Leute haben eine Zeichnung gemacht und dann versuchen sie natürlich nach der Zeichnung das Werkzeug auch herzustellen. In all der Schmiedeart, ja. In all der Schmiedeart. Ja. Was soll das werden oder was weißt du es schon? Ja, das ist ein... Es gibt einen Kerzenständer, einen schmiedeeisernen Kerzenständer. Ja, das Thema ist ja 100 Jahre Bauhaus und das ist dann so ein bisschen angelehnt. Ja. Das heißt, einfache Formen vom Prinzip her und trotzdem künstlerisch, wie es die alten Bauhäusler früher gemacht haben. Genau wie vor 100 Jahren. Ja. Können wir mal beim nächsten schauen? Ja. Was soll er herstellen? Was wird das? Das gibt eine Bauhauslampe. Dahinter steht auch schon ein fertiges Modell. Ja. Das haben die schon mal angefertigt. Und das sind jetzt die Teile, die natürlich irgendwann zusammengefügt die Lampe ergeben. Alles geschmiedet? Alles geschmiedet. Nichts mit Bohrmaschine, keine Technik? Das ist jetzt keine Bohrmaschine, ja, und wird auch gefeilt. Ja. Er hat nur eben den Grat weggemacht. Das ist auch erlaubt. Ja. Und ansonsten werden die Techniken wie vor 100 Jahren benutzt. Coole Geschichte. Wünsche dir ganz viel Erfolg und sei nicht ganz so streng. Nee, wir sind nicht streng. Alles klar, Dankeschön. Ja, jetzt habe ich mir Thomas Maria organisiert. Ihr habt nämlich was gesehen. Ihr seid ein internationaler Verband. Wie nennt ihr euch richtig? Wir sind der IFGS e.V., eingetragener Verband oder Verein. Nennen uns richtig internationaler Fachverband gestaltender Schmiede. Und du kommst aus? Pirmasens in der Pfalz. Und du bist der Präsident, habe ich gehört. Ja, ich sage jetzt immer auch, ein blindes Huhn trinkt mal einen Korn. Ja. Was ist eure Aufgabe? Was ist euer Ziel eures Verbandes? Okay, das Ziel ist, wir haben eigentlich als alter Hase schon relativ viel erreicht. Und warum soll man das nicht der Jugend weitergeben? Die Erfahrung, die Leidenschaft und das Können, warum soll das irgendwo in dunkle Kammern verschwinden? Also unsere Aufgabe ist es, die Förderung der Jugendlichen in der Ausbildung und auch die Mitbestimmung und Gestaltung der Ausbildung. Wenn du so viel Schmiede hier siehst, dann müsste doch das Herz aufgehen. Ja, für mich ist es nichts Außergewöhnliches. Ich war jetzt letzte Woche in den Niederlanden, dann ging ich nach Belgien, von Belgien nach Hagen. Jetzt dieses Wochenende bin ich hier in Steinbach-Hallenberg. Und ich war vor kurzem im Tobiashammer, habe im Tobiashammer Metallsymposium teilgenommen. Also für mich ist es nichts Außergewöhnliches, so viel Schmiede auf einem Haufen zu sehen. Ja, wenn du jetzt immer unterwegs bist, Hotel oder wie sieht das bei dir aus? Wo schläfst du denn da? Bist du in ganz Deutschland unterwegs? Ja, da habe ich eine spezielle Anfertigung mir gebaut für mein Auto. Das ist der meistfotografierteste Amboss auf der Welt, glaube ich. Und in diesem Amboss ist auch mein Schlaflager drin. Mhm. Da kann ich drin pennen, habe eine vollautomatische Klimaanlage, ich habe oben eine Dachluke, die ich öffne, dann gibt es so eine Kaminwirkung, da ist es immer kühl drin, selbst in Italien. Also. Alles klar, Dankeschön und viel Spaß mit deinem fahrenden Amboss. Dankeschön. Ja, jetzt frage ich mal hier, hallo Thomas, ich grüße dich. Hallo Heinz, ich grüße dich auch. Ja, sag mal, was machst du jetzt hier? Ja, ich stelle hier ein Werkzeug her, um eine Zange herzustellen. Und zwar, das wird ein Austreibkeil, damit die zwei Zangen mit der Niete dann zusammengenietet werden können. Und das wird auch für den Kunstzaun fürs Museum? Das wird am Ende für den Kunstzaun. Hier steht jetzt Thüringen drauf. Wo kommst du denn her aus Thüringen? Ich komme aus Thüringen in Eisenberg.
Das ist an der A9 am Hermsdorfer Kreuz. Ja, und weil ich aus Gera komme, weiß ich auch, wo Eisenberg liegt. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Okay, danke schön. Ja. Da war aber ja noch die Öffnung und Entnahme des Eisenschwamms im Rennofen. Über 3000 Jahre wurde so Eisen verhüttet. Dabei verbinden sich die Eisenpartikel zur sogenannten Luppe. Die wird anschließend verdichtet. Wie das aussah, könnt ihr jetzt sehen. Ich glaube, der hat einen Blick. Ein Schnaps für diese. Was sagt er? Kann ich gerade nicht. Alles drei. Das war's vom internationalen Schmiedetreffen hier in Steinbach-Hallenberg. Jetzt ist mir auch klar, warum der Schmied die wichtigste Person früher im Dorf war. Unheimlich schwer, aus einem Erz, ein Stückchen Eisen und dann auch noch einen Hammer oder was sonst noch gebraucht wird, herzustellen. Wer es selber mal erleben will, Pfingsten 2020. Tschüss, macht's gut!